So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Fallout 76, wir sind hier oben angekommen. Ach, ich hatte dann schon wieder angefangen zu zerlegen. Und den Rest wollte ich mit euch zu zerlegen. So, was wollte ich sagen? Ja, wir sind krank. Auf dem Weg hier hoch sind wir krank geworden. Ja. Habe ich was freigeschalten. Schön. So. Wir sind krank geworden. So, was haben wir denn? Ein bisschen Heilung dabei. Heile Salbe. Heimel 3. Jetzt sind wir wieder gesund. Und jetzt brauchen wir aber auch was zu trinken. So, sind wir wieder mit Trinken. Okay, ja, bald können wir das Impro-Zeug, könnte aber eigentlich auch zu kriegen. Ja, wenn wir hier noch Munition für das andere haben. So. Den Weg darunter gehen wir auf keinen Fall mehr. Werden wir wieder krank. So, wir müssen dahin. So, können wir euch im Bund in die Nähe springen? Hier haben wir ja nur Bergwerke. Ja, nur Bergwerke. Ah, ich schieße. Ach. Bekannte Problem von mir. Ja, wir könnten hier hinspringen. Ja, wir springen dahin. Ein Kronkorken, ja, das machen wir. Ein Kronkorken können wir opfern. Wir haben ein paar gefunden. Wir haben ein paar gefunden. So, wir müssen jetzt in welche Richtung? Und zwar eigentlich in die Richtung. Kommen wir jetzt hier schön hoch, da hoch. War ich wie ein Grafikfehler, habe ich gesagt. Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt letztens ein Video gesehen. Und zwar soll es bald NPCs geben in den Spiel. NPCs und bla bla bla. Dann zwei Fraktionen soll es da geben. Oft das nur zwei Fraktionen sind. Von den NPCs oder von uns her oder was weiß ich noch nicht. So, kommen wir hier hoch oder müssen wir da hinten lang? Hier ist ein schöner Durchgang. Kommen wir da hoch? Kommen wir da hoch? Kommen wir da hoch? Ach, wir kommen nicht da hoch. Toll. Ja, mal sehen, wie es wird. Wenn der Batch dann mal draußen ist. Hier kommen wir doch eigentlich hoch. So, wir müssen noch höher. Ist da euch was, weil das da so cool aussieht? Das ist einfach nur ein Grafikfehler. Ja gut, müssen euch wieder hoch. Oh, er verbrannte. Ja. Warum? Stirb doch. Hey, wir sterben gleich. Ja. Versucht, dass wir so Heilungsdings haben. Level up. Was das? Also wenn ihr Scharfschützengewehr nehmt, immer schön in die Knie gehen. Klingt eigentlich ganz schön. Oh, wird eine Pumpgun. Und ich weiß nicht, ob wir wieder was zum. Ach nee, das nehmen wir mal jetzt nicht mit. Weil ich weiß jetzt nicht, ob wir. Uns nicht drei? Nix. Oder jetzt? Genau, mein Fehler. Licht an. Wir spielen Solo, Heiko. Da geht's um, müssen wir ohne Licht spielen.
Oh. Ein Feuerwehrauto. Wir müssen eigentlich, ja, doch die Richtung. Ab in die Knie. Das ist ein Haus, ja, es ist ein Feuerwehrauto. Das ist ein Haus. Tja. Jetzt gerade wieder Schritte gehört. Qualmt und dampft. Da rein. Ah. Wohin? Nicht drin, ne? Ich glaube, wir müssen da rein. Da muss man hin. Oh. Irgendwo ist was. Oh. Wo ist denn was? Ja. Geh weg. Lass mich. Ich hab die falsche Waffe, du Honk. Au. Au. Oh. Musste natürlich eine Schutzwaffe nehmen, oder? Musste ich. Wo haben wir denn? Haben wir doch, ach hier. Ja, ich nehme eine Lockholz-Karte. Bevor wir das annehmen, müssen wir erstmal gucken, ob hier alles clean ist. Da ist nämlich schon wieder. Dass wir überrascht werden. Ich hoffe, hier können wir zerlegen. Nicht lang. Die Piepse geht mir auch noch auf den Sack. Ist da erste Hilfe? Radio. Seht euch nur eine Power-Rüstung?
hört sich an wie eine Power-Rüstung. Läuft da jemand mit Power-Rüstung rum, oder? Läuft doch jemand mit Power-Rüstung rum. Ja. Mal gucken. Läuft doch jemand mit Power-Rüstung rum. Ja, schon. Ja, aber. Was sind das? Ja, jemand, ja, jemand, ja, jemand. Ja, jemand. Kreisgewehr. Ja, jemand ein Kreisgewehr. Aber wo? Ist doch hier noch. Ach, hier. Da ist. Ja, man weiß immer nicht, wo biebt das nur. Ach da. Das müssen wir jetzt mal mitnehmen, weil sieht man auf den Sack. Der hat ein Gleisgewehr. Menschen vor Maschinen. Zerstört die Roboter mit euren Brüdern aus Beckley. Cool. So, haben wir jetzt hier eigentlich alles gelootet? Da können wir. So gefahrenlos ist es jetzt, glaube ich. Brauchen wir schon. Ah, hier können wir zerlegen. Das. Ach, guck mal. Ich aber das nehmen wir noch mit. Ja, ja, jetzt sind wir überladen. Ne? Gut. Armbrust. Armbrust, ne, die bleibt. Waffen haben wir jetzt gegen eine neue aufgesammelt. Doch, eine Bumpgun. Haben wir sogar was freigeschalten. So. Doch, zerlegen. Und dann können wir uns das Holoband anhören. Rüber. Genau, hier draußen lang gehen. Und ein Schild. Oh, das Schild brauchen wir jetzt. Was denn? Ja. So, Bieterkabel. Persönliches. Persönliches Aufsehertagebuch. Evan, er ist dort unten, wie ich gedacht hatte. Aber ich war nicht davon ausgegangen, dass er eines von diesen Dingern wäre. Die grünen Läsionen in seinem Gesicht. Oh Gott, das habe ich ihm angetan. Das ist alles meine Schuld. Sie sagten mir, ich könnte Volt 76 haben, aber nicht, wenn ich verheiratet wäre. Evan hätte eine Ausnahme für Eheleute und einen Platz im Board bekommen müssen. Aber es gab jemand Qualifizierteren, einen Ingenieur mit den Fähigkeiten, beim Wiederaufbau zu helfen. Er war ein entfernter Cousin eines Vault-Tec-Managers und erfüllte fast alle Bedingungen. Volt 76 war für die besten und klügsten Köpfe gedacht. Und Evan konnte sich nicht qualifizieren.
tief in mir wusste ich, dass sie recht hatten. Also löste ich die Verlobung. Ich opferte ihn für den Wort, für Appalachia. Ich weiß, was ich tun muss, aber ich kann es einfach nicht. Ich liebe ihn. Ich habe ihn schon einmal getötet. Ich schaffe das kein zweites Mal. Bitte. Ich habe alles für Volt 76 gegeben. Sie waren alle so brillant. Die ersten Jahre waren schwierig, aber wir haben gelernt, einander zu vertrauen. Sie haben gelernt, mir zu vertrauen. Ich war jung. So jung. Jünger als die meisten von ihnen. Aber sie haben mich als ihre Aufseherin angenommen. Also müssen sie das für mich tun. Geben Sie Evan seine letzte Ruhe. Er hat das alles nicht verdient. Die Verbrannten. Die Ausrottung dieser Seuche. Es geht nicht mehr nur ums Überleben. Das ist was Persönliches. Wir müssen die Atomraketen sichern und diese Krankheit besiegen. Naja, müssen wir den jetzt töten. Der arme Kerl. Ich bin geladen. Ellen, wo bist du? Nee, Evan. Ich hoffe, Evan. Bist du? Wo ist er? Ja, da krallt er rum. Bitte geben wir zu uns gern drin, Manu. Evan. Evan, wo bist du? Da steht er. Ach, ich. Evan, sich töten. Feuer muss looten. Wieso? Wieso ist? Oh, Schießpulver. Oh, das findet man zurzeit aber auch selten. Das haben wir damals, also wo ich damals angefangen habe. Fallout 76, da hat man auch Schießpulver an Mass gefunden. Muss herstellen. Ah, ist ja auch Sinn der Sache. So, Evan. Wolf. Ich hab dich getötet. Boah, armer Kerl. Ist schon schön. Oh, Fusionskern. Geschenk gekriegt. Schön. Schön, dann zwar noch gehen und euch eine Rüstungsteil. Und die können wir noch nicht nehmen. Wenn du was, wenn du ausgeschaltet bist, was erhältst du einmal pro Minute eine Chance von 50%, dich mit einem Stimpack selbst wieder zu beleben? Ja, gut, hat eh mehr Rüstungsteil. Ja. Aber Stufe 20, ja, da brauchen wir noch 10. Da brauchen wir noch 10. Evan, ich wollte dich nicht töten. Eine Frau hat's gesagt, ich soll's machen. Die hat das gesagt. Meine Schuld. Die hat gesagt, ich soll dich töten. Und du hast nur eine Spitzhacke. Wahnsinn, du bist ein Questgegenstand. Hallo? Du bist ein Quest-Gegenstand oder ein Quest, weiß ich nicht. Und hast nur eine Spitzhacke. Und dann steht noch nicht mal der Name da. Also. Das ist uncool. Das ist dermaßen von uncool. Hat eher wie Flaschen angehört als. Jetzt muss ich mal wieder überladen, war ja klar. Ach, nee. Schon mal raus.
So, mit dem Bergspind. Nee, Bergarbeiterspind so. Das müssen wir auch schon mal zerlegen. Aber das ist doch. Das ist ein Questgegenstand, ne? Normalerweise, ne? Und der. Jetzt ist ja schon wieder so ein Biebs, haben wir das nicht vorhin schon? Waren den anderen Gebäude. Hatten das Gebäude. Aber irgendwo was zum Zerlegen. Was hier? Hä? War ja nicht was zum. Zum Zerlegen irgendwie? Hä? Ich war da meine. Hä? Gab's ja nicht zum Zerlegen. Eigentlich gab es ja was zum Zerlegen, irgendwo. Ach da. Mal irgendwas gekriegt. Die komische. Ah ja, das können wir eigentlich verkaufen. Leitung haben wir nur das. Gut, dann machen wir Schrott und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo was zum Verkaufen ist. Können wir uns noch ein paar Kronkuchen machen. Wo können wir was verkaufen? Hier unten war doch was. Hier könnte man eigentlich auch noch was entdecken. Wir müssen so erstmal mehr entdecken. Mehr aufdecken, sag ich mal so. Da ist noch was zum Entdecken. Ah, irgendwie in die Richtung. Eine Mülltonne. Ja. Tja. Sieht alles so gefährlich aus. Da unten stehen ein Haufen Puppen. Puppen. Werkzeugkasten. Ja, guck mal runter. Irgendwie ist da was zu entdecken. Stehen ja Puppen. Was? Keine Reue, was ist denn das? Keine Reue. Militäruniform. Militäruniform. Hat die euch einen Wert? Nicht Wert hat sie schon, aber hat die euch einen Sinn? Was ist denn hier los? Also, ja. Da ist noch was, so eine Rad. Das ist weggeflogen. Noch was zu entdecken. Was mit der Red? Ja, oh, oh, was ist das? Wow. Das wollen wir nicht. Nö. Guck mal hier hoch. Das so abgeht. Suchen wir am besten. Was sind das Vieh jetzt? Der hier ist viel gekillt. Ja, ist gefährlich hier. Sehr gefährlich hier. Sehr gefährlich. Ist das eine Mine? Kann man da was ernten?
Ja. Kohle. Keine Ahnung. Moment. Ich will eigentlich dahin. Ja, eigentlich wollte ich dahin, aber dahin ist vielleicht auch gut. Oder auch nicht. Weiß es nicht. Das ist doch was. Leuchtet so. Geht aber nicht. Ja, das leuchtet doch so. Mit so der komischen Rakete. Das ist immer gut. Ach, jetzt sind wir wieder. Durch ein Kackgebiet. Wo wir verstrahlt werden. Oder irgendwas. Verstrahlt werden wir hier die ganze Zeit, aber. Jetzt haben wir auch noch. Da ist noch was. Haben wir hier Aluminium? Nehmen. Sind aber viele Minen. Hätten wir vielleicht bauen sollen, da hätten wir unsere Ruhe gehabt. Aber oder auch nicht. Was nimmt. Tut tut. Ist hier ein Bahnhof? Weil. Oh. Schon mal looten. Das nehmen wir alles mal nicht mit. Also alles nehmen wir mal nicht mit. Doch, lose Schrauben auf jeden Fall. Kleber nehmen wir mit. Das lassen wir hier. Hundefutter nehmen wir natürlich mit. Was? Ach, Mensch. Hör doch mal auf. Ah, wir bräuchten eigentlich alles. Alles bräuchten wir. Wie viel Platz haben wir eigentlich noch? Ja. Mach mal auf nochmal. Ach, vier haben wir bloß noch. Dann nehmen wir bloß Muni mit. Muni. Ja. Was haben wir hier noch? Schrotpatron natürlich. Wurfmesser. Nee, nehmen wir nicht mit. Wir sind echt nach Hause, Mann. Schrott nach Hause bringen. Ist das hier ein Bahnhof? Nee, das ist. Ja, es ist schon ein Bahnhof, aber. Ich glaube, wir müssen hier was entdecken, da müssen wir noch mal herkommen, weil hier kann man schön looten. Hier ist viel Zeugs. Das ist wahrscheinlich das nächste. Da habe ich welche Viecher. Natürlich wieder. Ne, ich will nicht das Event betreten. Warnung. Nicht autorisierte Präsenz in der Nähe des Mauspieler-Betriebshofs entdeckt. Komm, plopp auf doch. Jetzt hat's aufgeploppt. So, wir müssen mal gucken. Das ist hier. Genau. So, ab nach Hause. Erstmal nach Hause, den Schrotthema bringen. Ach, erstmal Häme. Den Schrotthema bringen. Ja, sonst verlieren wir ja den ganzen Schrott. Das ist ja dann auch wieder. Automatische Warnung an alle Responder. Och, Mr. Farmhand sind außer Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher aus. Nehmen wir auch noch mit. Sobald sie erledigt sind, müsst ihr den Server neu starten. Noch Papier. Wo? Wo? Wo bist du? Da. Wo ist es denn? Hm? Bist denn du? Kannst du dich auch hinhocken? Was ist denn der? Au! Ach, hier ist er noch. Da hinten ist auch noch einer. Oh, ich sehe nicht, hier ist Qualm. Da ist er. Da. Nee, doch nicht. Da. Nein, doch nicht. Nein, immer noch. Mein. Wer?
Wir haben Zielwasser getrunken, das geht. Das geht gar nicht. Wir haben Zielwasser. Ohne. Warum geht denn das noch nicht mit der Knarre? Das ist doch. Wo ist die Sommer? Machen wir die Sommer. Da, die ist viel besser. Meine Güte. So, können wir jetzt looten oder so? Wenn wir die jeweils wieder finden. Was hast du? Schrott hast du? Das hat man schon. Wir hatten doch noch. Ach hier. Schrott. Und hier war doch noch irgendwo eh noch. Hm? Zwei waren ja eigentlich. Wo denn? Ach, warum ist es so neblig? Manuel. Sehr dammig, ey. Das ist egal jetzt. Jetzt habe ich keine Lust, bei euch zu suchen. Ich kann selber Schrott produzieren, so. Selber schuld. Oh, wir müssen unbedingt Munition herstellen. Und noch ein Geschütz da oben drauf backen. Oh, eine Wand sieht auch schon wieder aus wie... Ja, kaputt. So. So. Die Waffen verkaufen wir. Schrott. Ne, bevor wir uns dann wieder in euch und den Schrott zu legen, warum? Ach, der Stick. Ach, unbedingt. So. Das wird verkauft. In die Kiste der Stahlschrott. Ne? 20. Schön. So, schnell den Schrott reinpacken. Weil wenn wir den verlieren, das ist dann immer Mist am Anfang. Den ist eigentlich immer Mist, aber am Anfang ist es echt sehr Mist. Wir sind gerade mal Level 10. So, wir könnten ja jetzt... wir sind ja schon weit über die Zeit drüber. Gut, ihr Lieben, wie das dann weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Und somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch und tschüss!